Die ECDC ist, und das wissen wir jetzt seit der Pandemie, natürlich eine Schlüsselrolle. Das ist die Europäische Gesundheitsagentur, die dann auch koordiniert für alle EU-Länder. Und dass sie, da gab es natürlich einige Bewerber. Dass sie jetzt diesen Job bekommen hat, ist natürlich auch eine starke Anerkennung. Man muss dazu sagen, Pamela Rendi-Wagner war ja nicht nur Gesundheitsministerin, sie war auch lange Zeit oberste Beamte im Gesundheitsministerium. Sie ist Epidemiologin, sie hat auf der Uni zum Beispiel in Tel Aviv damals gelehrt, auch zu dem Thema, und dass sie es geschafft hat, doch offensichtlich auch die Stimmen jetzt im Hintergrund in der EU, die da ja durchaus mächtiger sind als die Sozialdemokraten, wo es nur noch sehr, sehr wenige gibt, und die haben sie bekanntlich nicht sehr gut behandelt, sondern auch vom Bürgerlichen und Liberalen zu bekommen, ist natürlich jetzt wohl auch ein, sagen wir, später Triumph für Pamela Rendi-Wagner, auch für den einen oder anderen Parteifreund, der sie ja im vergangenen Jahr sehr unsanft quasi in die Wüste geschickt hat. Jetzt wird das Ganze natürlich noch offiziell vor das Europaparlament getragen. Dort fällt dann die finale Entscheidung, ist aber nur noch eine Formsache, oder? Also es würde mich sehr wundern, wenn sie nominiert wurde von der ECDC, dass sie dort abgelehnt wird, davon ist eben nicht auszugehen. Also wir können uns in etwa ausrechnen, welche Stimmen sie nicht bekommen wird, nämlich jener Fraktion, die AfD angehört, oder auch die FPÖ. Die werden sie sicher nicht wählen, aber ich glaube, der Großteil der Sozialdemokraten, der Großteil der Konservativen und auch der Liberalen werden sie unterstützen. Das ist eigentlich auch ein bisschen so zur Rückkehr zu dem, was Pamela Rendi-Wagner wirklich gerne macht. Man hat keine Sekunde Zweifel gehabt, dass ihr Herz wirklich voll und ganz für diese Gesundheitsthemen schlägt. Eine der besten Gesundheitsministerinnen, die wir jemals hatten in Österreich, da hat sie wirklich ihre ganze Kompetenz gezeigt. Und dann kam eben, so wie du schon angesprochen hast, diese, ich möchte jetzt wirklich sagen, miese Story mit der SPÖ, weil die haben sie fertig gemacht. Und da bin ich schon ein bisschen frauensolidarisch, weil eigentlich war das allein schon ein absolutes No-Go, sie so gezielt zu schwächen. Naja, die haben sie fertig gemacht, stimmt jetzt so nicht. Es war eine sehr starke Gruppe in der SPÖ. Wir können Namen nennen, Hans-Peter Doskozil und seine Unterstützer, die sie wirklich nach allen Regeln der Kunst jahrelang sabotiert hatten, fertig gemacht haben. Und das Ganze ist ja dann in diese dann sehr absurd anmutende SPÖ-Mitgliederbefragung gemündet, die dann mit Drittel, Drittel, Drittel ausgegangen ist. Man muss sagen, ein anderes Drittel, das sage ich jetzt Fairness halber dazu, wo zum Beispiel Nationalratspräsidentin Doris Bures dazugehört hat, die Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner dazugehört hatte und natürlich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, hatten sie ja unterstützt. Aber das war halt nur noch, das hat die Mitgliederbefragung gezeigt, nur noch ein Drittel der SPÖ-Mitglieder. Und wie es den anderen zwei Drittel derzeit geht, würde mich auch interessieren, weil was wir derzeit zumindest mitkriegen ist, die SPÖ liegt jetzt eigentlich schwächer als in der Phase, bevor dieser ganze Machtkampf auf offener Bühne ausgetragen wurde mit der Mitgliederbefragung in den Umfragen. Die SPÖ hat schon wieder dieselben Debatten, wie sie sie unter der Pamela Rendi-Wagner gehabt hat. Jetzt sind halt jeweilig zwei Drittel angefressen auf den Andreas Babler. Und jetzt müssen sie auch noch mitkriegen, dass ihre ehemalige Parteichefin, die sie ja für ach so unfähig angesehen haben, so einen Top-Job bekommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere SPÖler heute schon nachdenkt und sich denkt, ob wir da nicht doch einen Fehler gemacht haben. Da darf einem schon ein kleines Lächeln auskommen. Jetzt ganz kurz nochmal nachgefragt, du bist ja jemand, der auch wirklich hinter den Kulissen viel mit Spitzenpolitikern spricht, hast natürlich auch ein sehr nahes Verhältnis mit Pamela Rendi-Wagner geführt und immer wieder auch hinter den Kulissen Gespräche geführt, die jetzt nicht nur medientauglich waren. Seit ihrem Abgang war sie ja komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden.
gefunden. Wie schlecht ist es ihr in der Zeit lang gegangen? Wie sehr hat sie sich zurückkämpfen müssen zu so einem Spitzenjob? Oder war das einfach wirklich ein Kalkül, dass sie mal gesagt hat, 2 Wochen Urlaub abgeschlossen und dann einfach wirklich neuen Weg gegangen? Nein, ich glaube, dass sie da tatsächlich ganz anders damit umgegangen ist als so mancher ehemaliger männlicher Kollege in solchen Positionen, die sich nicht ganz so leicht von der Politik lösen können. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht auch, weil sie nicht so ein Political Animal war, aber ich glaube tatsächlich, dass Pamela Rendi-Wagner einen